Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir auf meinem Kanal. Wenn du neu auf meinem Kanal bist, hinterlass doch bitte ein Abo und aktiviere die Glocke. Wir sind heute aktuell, sitzen wir gerade im schönen Berchtesgadenland, um genau zu sein, im Obertalstollen, hier im Berchtesgaden am Obersalzberg. Und wir wollen uns natürlich mal anschauen, was wir hier drin so entdecken können, wie es hier drin ausschaut. Ja, dieser Stollen wurde in letzter Zeit ist in den Namen gekommen, weil hier drin Partys gefeiert wurde. Wir haben das auch gesehen oder wir konnten es uns noch anschauen, wie es hier drin ausschaut. Vorne hat die Party stattgefunden, das DJ-Pult ist auch noch fast da. Wir können es natürlich nicht befürworten, dass hier drin Partys gefahren werden, weil solche Stollenanlagen natürlich auch Gefahren bergen, des Einsturzes und so. Na. Aber wir wollen uns den Stollen dennoch nochmal anschauen. Und da wünsche ich euch viel Spaß bei meinem Video hier aus dem Obertalstollen in Berchtesgaden. Ich sehe auch schon was, die haben bestimmt dran gearbeitet. Oh, ich liebe den Geruch. Ja. Also hier kann schon ein Auto reinfahren. Ne? Also ja. wenn der eben wäre jetzt, kannst du da schon reinfahren. Da wärst du bis ins Führerhauptquartier gekommen. Wir sind jetzt im berühmten Partykeller, im Partystollen vom Obersalzberg. Da ist sogar noch das Geld. Das ist die Kasse von der Party. Und da ist sogar noch Geld drin. Ich habe das Geld gefunden von der Party. Den DJ haben sie nicht bezahlt. Haha. Und hinten wird es sogar noch breiter. Noch breiter? Teilweise, also ein Stückchen bloß. Schade, da hängt auch noch ein Meißel oben. Das geht schon ein ganz schönes Stückchen rein. So, sicherlich noch 500 Meter. Hier wird es sogar noch mal richtig breit. Was
für die Aushubbahn, die sie gegeben hat. Ja, links ein Gleis, rechts ein Gleis und hier geht es wieder zusammen. So, wir gehen praktisch jetzt auf das Stollenende zu. Wir sind hier am Ende des Stollens angelangt. Wir sind praktisch hier am Stollenende angelangt und man kann hier ganz gut die Bohrlöcher erkennen. Da sind Bohrlöcher. Wir befinden uns praktisch direkt unter dem Speisesaal des Kempinski Hotels hier am Obersalzberg und wir sind praktisch höhentechnisch gesehen ca. 300 Höhenmeter unter dem Speisesaal. Und der Stollen hätte noch weiter gebaut werden sollen in Richtung Berghof, SS-Kaserne in die Richtung und hätte dann verbunden werden sollen mit dem Gutshofstollen. Wurde natürlich nicht fertiggestellt, weil natürlich der Krieg zu Ende war, was wir natürlich auch gut finden. Wir können uns heute den Stollen anschauen. Der Stollen wurde als Partystollen benutzt. Ist natürlich nicht zu empfehlen sowas, aber ja. So, wir treten jetzt wieder den Rückzug an. Der Stollen hat ungefähr eine Länge von 500 Metern, oder 600 Metern, ich weiß nicht genau, ich habe nicht genau gezählt. So. So, Aufnahmen beendet und wir werden jetzt den Stollen verlassen. Hier hat der Stollen übrigens eine größere Breite, weil sich hier die Lorenbahn im Stollen begegnet ist. Und da musste man ja den Stollen ein bisschen mehr ausbauen und das hat man jetzt hier getan. Wir sind heute nicht alleine in diesem Stollen. Wir können schon wieder den Ausgang sehen. Aber es werden immer noch 200 Meter sein, sicherlich. So, wir sind jetzt gleich wieder draußen.